Einen guten gewünscht, ich begrüße euch. Heutiges Thema: Wie kann ich hier bei Epic Games auf der offiziellen Seite mit dem Support schreiben und wie bekomme ich den Produktschlüssel für die gekauften Spiele von Epic Games? Oder der Cache-Schlüssel. Wie man hier sehen kann, wenn ich auf Konten draufgehe und dann hier unter verbundene Konten gehe, kann man das hier mit anderen Plattformen verbinden. In meinem Fall habe ich das mit Steam gemacht, in der Hoffnung für MechWarrior 5 meinen Produktschlüssel zu bekommen und den habe ich dann nicht bekommen. Ich habe dann die Idee gehabt, hier oben links auf Hilfe drauf zu klicken. Das können andere auch tun, weil umso mehr Leute sich beim Support beschweren oder das dann halt weitergeleitet wird, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit. Dann klickt ihr einfach auf Hilfe, dann werdet ihr weitergeleitet. Zwar nicht zu der Seite, aber zu der Seite werdet ihr erstmal weitergeleitet. Ne? Wir kommen beim Spieler Support vom Epic Games. Hier im Suchfeld Support eingeben, habe ich schon getan. So, und dann runterscrollen. Unten rechts kontaktiere uns, da draufklicken, Support-Anfrage. Ne? Habe ich heute gemacht, wie man hier sehen kann, 8. November 2021, und die Frau konnte es auch nachvollziehen, warum ich den Key haben wollte. Dennoch hat sie die Frage gestellt, warum ich den Key haben möchte. Auch da sollte man eine Antwort darauf haben und ihr solltet auf jeden Fall immer nett und höflich sein, aber auch erklären, für was ihr das haben wollt und warum ihr das haben wollt, damit es auch so weitergeleitet werden kann. So, wir fangen mal von vorne an. Ja, ich möchte für mein Spiel, keine Ahnung, es sind entweder mehrere Spiele oder nur ein Spiel. In meinem Fall wäre es jetzt echt nur ein Spiel, weil ich halt nur MechWarrior 5 geholt habe für MechWarrior Online, um besondere Inhalte zu bekommen. Aber ich habe zu der Zeit noch nicht gewusst, dass es keine Möglichkeit gibt, sein Cache-Schlüssel ist doppelt gemoppelt. Oder ihr könnt einfach auch Produktschlüssel hinschreiben. Ja, wäre wahrscheinlich besser, das dann so die Frage dann auch so hinzuschreiben. Ne? Wo ist dieser hinterlegt? Oder wo ist dieser Produktschlüssel hinterlegt? Also immer individuell das schreiben, was euch gerade in den Sinn kommt. Also jetzt nicht eins zu eins das hinschreiben, was ich jetzt hier hinschreibe, aber dass ihr ungefähr wisst, auf was das Ganze hinausgeht. Ne? Weil umso mehr Leute das tun, umso mehr muss sich der Support sich darum kümmern und immer wieder immer das Gleiche weiterleiten. Ne? Ich möchte meinen Produktschlüssel. Ne? Falls es keine Möglichkeit gibt, würde ich mich freuen, wenn meine Bitte weitergeleitet wird. Auch da könnt ihr das individuell formulieren, aber es geht einfach nur darum, dass es weitergeleitet wird und das muss auch irgendwie im Live-Chat erwähnt werden. Ne? Entweder hier schon mit erwähnen oder halt im Live-Chat mit erwähnen. Ne? Bestenfalls im Live-Chat. Ne? Es reicht schon vollkommen aus, hier runter zu scrollen, Live-Chat mit dem Spieler-Support oder halt eine Anfrage per E-Mail senden. Ich habe Live-Chat bevorzugt, ne, und dann reicht es auch vollkommen aus, einfach hinzuschreiben, ich möchte für mein Spiel meinen Produktschlüssel haben und alles andere könnt ihr dann im Live-Chat erklären. Ne. So, und dann fragt ihr im Live-Chat, auch wenn ihr die Antwort schon kennt, wo ist dieser hinterlegt, mein Produktschlüssel. Ne. Der Support wird schreiben, es gibt keine Möglichkeit. Weder per E-Mail kann dieser hinterlegt werden, noch beim Epic Launcher. Und dann wird auch im Live-Chat sehr oft bestimmt, davon gehe ich jedenfalls aus, diese Frage gestellt, ne, für was brauchen Sie den Key? Ne? Sie können ja auch ohne Key das Spiel starten. Ne? So, Antwort kann hier auch wieder sehr individuell sein, aber im Grunde genommen ist dem ja so, weil es halt echt nur digital ist. Ne? Weil wenn keine Plattform oder wenn diese eine Plattform für das Spiel nicht mehr zuständig ist, könnt ihr mit dem Produktschlüssel es woanders aktivieren. Und das könnt ihr auch so hinschreiben. Ne? Also ich habe das jetzt so hingeschrieben. Antwort, falls Epic Games nicht mehr gibt oder nicht mehr existiert, möchte ich zur Sicherheit für alle meine Games immer einen Produktschlüssel oder Case-Schlüssel, schreibt besser Produktschlüssel hin. Ja? Möchte ich diesen aufbewahren. Ja? Das könnt ihr so hinschreiben, ja? Damit die dann beim Support das auch so weiterleiten können. Ja, auch darauf hinweisen, dass dies deine Bitte ist, dass dies auch so weitergeleitet wird, weil sonst tut sich da ja gar nichts. Ne? Ihr könnt auch hinschreiben, wenn sie dann auch genau wissen wollen, für welche Plattform, dann schreibt einfach hin, zum Beispiel bei Steam. Ihr könnt auch wirklich so hinschreiben, wenn die Plattformen dafür nicht mehr verfügbar sind. Dann habe ich das Problem, wenn ich den PC neu mache, dass ich das Spiel nicht mehr installieren kann, weil ich den Produktschlüssel nicht habe. Punkt. Ja, ist einfach so.
Gut, im schlimmsten Falle, das kann auch jedem passieren, dass der Publisher und keine Plattform mehr für das Spiel zuständig ist und ihr habt das Spiel nur digital, dann auch mit Produktschlüssel könnt ihr es nirgendwo aktivieren, weil kein Spiel oder keine Plattform sich darum kümmert. Das ist das Schlimmste, was einem passieren kann, aber bei einer Original-CD schaut es halt anders aus. Da ist immer der Produktschlüssel mit dabei. Klar, wenn es nur Multiplayer ist, dann ist es spätestens dann RIP, wenn die Server abgeschalten sind. Aber ansonsten, also ich habe die Erfahrung gemacht, da glaube ich, da war einmal der Publisher dafür nicht zuständig, aber dafür eine andere Plattform. Hätte ich den Produktschlüssel gehabt, hätte ich es installieren können. Und beim anderen Spiel war es andersrum. Publisher war dafür zuständig, die Plattform nicht. Hätte ich den Produktschlüssel gehabt, dann hätte ich es woanders wiederholen können, statt es mir neu zu kaufen, ja. Das ist nämlich Geld aus dem Fenster werfen. Das ist so ein bisschen Verarsche. Wenn man hier bei Steam geht, ne, und dann hier auf das Zahnrad draufklickt, auf Verwalten geht, wenn da Produktschlüssel mit drinne steht, dann am besten sofort aufschreiben in so einem Notizheft, ja. Manche Spiele, die ihr bei Steam holt, da kann es auch passieren, dass der Produktschlüssel nicht mit dabei steht. Da würde ich dann aber auch den Support anschreiben per E-Mail oder im Live-Chat und genau das gleiche machen wie bei Epic Games. Also hier bei Battletech bin ich mir jetzt auch eher unsicher, ob ich mir das bei Steam geholt habe. Bei MechWarrior 5 bin ich mir auf jeden Fall sicher, dass ich mir das bei Epic Games geholt habe und so habe ich es mir auch notiert und deswegen steht hier unter Verwalten auch kein K. Kein Produktschlüssel. Ja, Steam fremdes Spiel hinzufügen, so habe ich das bei MechWarrior 5 gemacht. Ein Produkt bei Steam aktivieren, das konnte ich ja bei MechWarrior 5 nicht tun. Aber auch wenn man das machen kann bei anderen Spielen, dem Produkt hier aktivieren, kann es auch passieren, dass dieser bei Verwalten nicht mit angezeigt wird. Aber in dem Fall ist es dann auch egal. Ihr habt ja den Produktschlüssel, auch wenn er dann hier nicht bei Steam angezeigt wird. Ihr habt ja vielleicht woanders euch das geholt. Ne? Bei Jagged Alliance 2 bin ich mir auch nicht so sicher, ob ich mir das bei Steam geholt habe, aber hier steht der Produktschlüssel nicht mit dabei. Bei GTA 5, da steht er wieder mit dabei. Habe ich mir auch, glaube ich, bei Steam geholt. Bei Front Mission Evolved bin ich mir ziemlich sicher, zu 100%, dass ich mir das bei Steam geholt habe. Und wie man hier bei Verwalten sehen kann, ist der Produktschlüssel nicht mit dabei. Könnte man sich beschweren, Problem ist halt aber auch das, wenn ihr den Produktschlüssel bekommt, die in den nächsten paar Jahren, in den nächsten 5 bis 10 Jahren, aus welchem Grund auch immer, nur mal angenommen, nicht mehr existiert diese Plattform, dann könnte es auch passieren, dass ihr auf keiner anderen Plattform das Spiel installieren könnt. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, was viele machen, die offiziellen Spiele, die sie sich bei irgendeiner Plattform gekauft haben, auf einer CD brennen mit dem Produktschlüssel, sofern einer hinterlegt ist, und dann könnt ihr zu jeder Zeit diese Spiele auch wieder installieren. Ja, es ist aber eine Sache halt, ne? Digital sich Spiele zu kaufen und dann auch zu jeder Zeit wieder installieren und wieder starten und spielen. Immer so ein Problem, entweder existiert die Plattform nicht oder der Publisher ist nicht mehr dafür zuständig. Da kann alles Mögliche passieren, aber im Grunde genommen, das sind die Probleme, die man immer hat, wenn man sich Spiele digital holt. Und wenn man jetzt bei Epic Games, also wenn 200.000 Leute sich bei Epic Games sich beim Support beschweren und das einzige Thema ist, um was es eigentlich geht, dass man einfach nur den Produktschlüssel für seine Spiele haben möchte, ja, dann muss sich der Support sicher damit herumschlagen und das auch weiterleiten. Und dann kann die Möglichkeit gegeben sein, per E-Mail den Produktschlüssel zu hinterlegen, ja, und das auch einzufordern oder anzufordern, damit man dann per E-Mail die Möglichkeit hat, den Produktschlüssel zu bekommen oder halt auch über den Epic Launcher, da wo das Spiel in der Bibliothek ist, was ihr euch gekauft habt, dass da irgendwo eine Möglichkeit gibt, dass da der Produktschlüssel mit dabei steht und dass man diesen sich dann einfach mal aufschreiben kann. Weil MechWarrior 5 ist jetzt ein Spiel, das doch schon etwas aktueller ist und wenn jetzt, sagen wir mal, nur mal angenommen, ne, man kann es ja mal annehmen, dass Epic Games nicht mehr dafür zuständig ist, dann muss man halt schauen, welche Plattform dafür zuständig wäre. Ja, es kann ja nicht sein, dass ich mir digital irgendwelche Spiele mir kaufe und der Produktschlüssel ist nicht vorhanden, nicht hinterlegt und ich habe das große Risiko, dass wenn das Spiel oder beziehungsweise die Plattform dafür dieses Spiel nicht mehr zuständig ist, dass ich das nicht mehr installieren kann, weil ich den Produktschlüssel nicht habe. Ne? Also, das ist mein Rat an euch. Schreibt den Support an.
sorgt dafür, dass die bei Epic Games das abändern, damit ihr eure Produktschlüssel bekommt, egal für welche Plattform. Da müssen die Spieler sich in Bewegung setzen, damit sich da was ändern kann, weil im Grunde genommen ist es dann auch so ein bisschen Verarsche, weil es ist letztendlich euer Eigentum und somit auch der Produktschlüssel. Also es steht euch generell zu, Zugriff zu jedem Produktschlüssel für jedes Spiel zu bekommen, was ihr euch digital gekauft habt. Auch wenn man das Risiko, auch wenn man Gefahr rennt, dieses Risiko zu bekommen, diesen Produktschlüssel nicht wirklich, ne, zu benutzen. Also, dass das halt passieren kann, dass ein Publisher oder eine Plattform für dieses Spiel zur Verfügung gestellt werden muss, um das Spiel zum Laufen zu bringen. Das kann auch passieren. Ich weiß nicht, wie das bei den modernen Spielen so ausschaut, aber in den meisten Fällen ist das halt so, dass es Leute gibt, die sagen sich, hey, ich bringe mir das Spiel auf eine CD mit dem Produktschlüssel und dann kann ich zu jeder Zeit das Spiel auch wieder installieren und auch problemlos starten. Ich meine, bei Resident Evil Operation Recon City, da war es dann halt so, dass es einfach nicht ging. Also ich konnte es einfach nicht installieren, Produktschlüssel war nicht da. Dann habe ich es mir nochmal geholt, dann lag das Problem woanders, glaube ich, beim Publisher oder so. Ich konnte es einfach nicht zum Laufen bringen. Ich habe auch schon jahrelang nicht mehr nachgeschaut. Ich wollte es mal zocken, aber ich konnte es über Steam einfach nicht zum Laufen bringen. Und mir blieb nichts anderes übrig, außer es wieder vom PC runterzuschmeißen. Das wäre wahrscheinlich mir nicht passiert, hätte ich mir die Original-CD geholt. Aber auch das kann passieren bei älteren Spielen. Ihr holt euch da die Original-CD und irgendwie muss man das dann mit einer Plattform verbinden, damit man es nur zum Laufen bringen kann. Ich meine, es gibt da besondere Tricks, die man anwenden kann, um Spiele wieder laufen zu bringen. Also bestimmt gibt es da auch Tutorials darüber, wie man Spiele wieder zum Laufen bringen kann, aber es ist eher selten. Also ältere Spiele wieder zum Laufen zu bringen, ist immer so eine Sache. Klar, bei MechWarrior 5 wird das jetzt nicht so zutreffen, aber vielleicht habe ich das Problem in den nächsten 10, 20 Jahren oder so. Kann ja passieren. Und dann habe ich mal wieder Bock, das Spiel zu installieren oder generell einfach so zu spielen und keiner ist dafür zuständig. Man ist auf der sicheren Seite, wenn man den Produktschlüssel hat. Das ist das, was ich hier sagen möchte. Das ist die Grundmessage. Und deswegen würde ich sagen, mein Rat an euch, immer den Produktschlüssel verlangen und auch darum bitten, dass es weitergeleitet wird, damit da überhaupt was in Bewegung gesetzt werden kann. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Bis zum nächsten Video. Ciao und tschüss.